Jürgen Resch, Chef der Deutschen Umwelthilfe, ist sich sicher, dass in wenigen Jahren in Deutschland ein generelles Tempolimit auf Autobahnen eingeführt wird. Die Ampelkoalition stehe unter Druck, weitere 200 Millionen Tonnen CO2 bis 2030 einsparen zu müssen, sagt er im Gespräch mit T-Online. Was denken die deutschen Autofahrer darüber? Laut einer exklusiven Umfrage im Auftrag des Nachrichtenportals würden rund 2/3 der Befragten die Einführung eines allgemeinen Tempolimits unterstützen. Von diesen Befürwortern präferieren 35% ein Limit von 130 km/h. Während 13% für 120 km/h und weitere 13% für 140 km/h plädieren. Eine geringe Minderheit von 6% ist sogar für ein Tempolimit von 110 km/h oder noch weniger. Nur knapp 1/3 spricht sich gegen eine allgemeine Geschwindigkeitsbegrenzung aus. Die Umfrage zeigt auch, dass die Meinung dazu stark vom Alter abhängig ist. Die Hälfte der 18- bis 29-Jährigen lehnt ein Tempolimit generell ab. In der Altersgruppe 30 bis 39 sind hingegen nur noch 37% dagegen. An der Umfrage haben über 5000 Personen zwischen dem 11. August und 9. November teilgenommen.